und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit dem lieben Kev, weil ihr habt unbedingt mal wieder Bock auf ein Video mit Kev. Und er ist dieses Wochenende das erste Mal bei mir zu Besuch. Und wir dachten uns mal, drehen wir ein aufwendiges Video als letztes Mal. Nicht einfach so im Park, sondern bei mir zu Hause. Und wie ihr seht, haben wir hier richtig viel leckere und eklige Sachen vor uns stehen. Und wir haben uns mal eine neue Video, beziehungsweise ich habe mir überlegt. Und zwar haben wir so Donuts besorgt, also so diese Donuts. Und ich habe das jetzt mal so getauft. Ich weiß nicht, ob es das Video schon gibt von der Art, aber wenn, dann habe ich es noch nicht gesehen. Und zwar nenne ich das jetzt mal Ekel-Donut-Challenge. Wir haben halt hier so Zettel, wo die Sachen, die hier alle vor uns sind, drauf sind. Irgendwie also wir haben, wie gesagt, leckere und eklige Sachen. Zum Beispiel haben wir Ketchup, keine Ahnung, Sneakers, M&M's, Burgersoße, Hundefutter, leeres Lieblingsessen, Salami, Käse so. Und wir machen halt so, wir werden halt hier gewisse Zettel ziehen. Und was da drauf steht, werden wir auf unser Donut drauf tun. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn wir Zettel ziehen, mit dem Wurst drauf, dann müssen wir Wurst auf den Donut machen. Und Alter, Wurst mit Donut, kommt so eklig. Und zum Schluss werden wir das natürlich live für euch probieren. Aber wir haben bestimmt nicht den ganzen Donut aufgesetzt. Nein, und drauf gehen auf jeden Fall. Okay, und wir werden aber, weil das jetzt hier so voll ist, werden wir die Sachen hinter uns stellen. Aber wir werden euch nur zeigen, dass wir das auch sicherlich da drauf tun. Okay. No. Boah, das fällt nicht. Die Abend Donuts, Alter, wir werden so drauf stehen. Boah, das ist jetzt schon so weich von unten. Also wir haben mehrere Zettel, wir können aber glaube ich nicht alle ziehen, weil das sonst zu viel ist. Ich glaube, jeder zieht so 6 Sachen, wir werden einfach gucken, ne? Okay, wir müssen aber auch schick, 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 wo wir anfangen. Ja, okay. Wir machen das so, der Gewinner darf aussuchen, ob er anfängt oder nicht. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Dann machen wir es 3. Ja, bis 3. Okay. Aber ich hab verloren. Du hast gewonnen. Du hast einen Stein. Ich weiß nicht, ich dachte, wir machen es 3. Dann machen wir es 1. Ja, ja. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnuck. Nein, was? Hä? Ja, habe ich jetzt gewonnen? Oder? Ja, du hast gewonnen. Ich fange einfach an. Wisst ihr? Oh, okay. Ladies first. Ich habe M&M's, Leute. Ich habe M&M's, Leute. Also, das ist schon mal nicht eklig. Ein bisschen, ne? Ja, ich werde hier 3 Stück nehmen. Das ist gleich wieder. Ja, ich mache hier so eine Ecke. Das wird, was für dich. Das wird dann die Ekel-Ecke und das ist auch mal weit weg. Okay. Zucker, oha, was? Zucker. Das ist cooler. Oh. Jetzt habe ich mich in Donut in der Zucker. Streusel. Ey, was? Streusel. Ich habe gehofft, dass hier Zucker, keine Ahnung, Wurst bekommt. Ich guck gleich das Ekel. Aber ich guck mal, die schnicken nach Knete. Boah, die schnicken voll nach Knete. Ich muss auch so draufstecken. So. Eigentlich sieht der Donut schon geil aus schon. Jetzt ist schon steile Chance als vorher. Das wollte ich nicht haben, Wurst! Oh mein Gott, Wurst! Oh mein Gott, ich wollte das nicht haben, ich will aber auch keinen Käse haben. Oh mein Gott, willst du die ganze Zeit machen? Nein, ich bin nicht verrückt. Guck mal, wie eklig das aussieht. Oh Mann, ich hab Ketchup gezogen, jetzt ist mein ganzer Donut eher am Arsch. Reicht? Das reicht. Ja, vielleicht Hunde voll erziehen, ne? Ah, riech doch mal mein. Bitte. Das riecht nur noch nach Ketchup. Man riecht voll nach Wurst. Riecht doch richtig Schweinewurst. Burger. Oh, ja! Burgersoße! Burgersoße! Oh ja, okay, reicht. Bah. Guck mal, ich glaube, du solltest lieber umdrehen, dass du die Wurst so davon klatschen. Okay, sorry. Pfeffer. Das geht ja noch, ich hab Wurst. Okay, auch. Noch ein bisschen. Okay. Na, guck mal, was leckeres doch, es geht ja gar nicht. Geht das so Milky Way? Ja, also Sneakers. Ja, Leute, steht Milky Way drauf, wir haben kein Milky Way, deswegen haben wir Sneakers gemacht. Das ist das leckerste bisher auf der Welt. Ja, bringt aber nicht viel, da ist eine Wurst schon drauf. Boah, das sind eklig. Wir zeigen euch die Dinger zum Schluss, ne, eingeblendet, also so. Ich zieh jetzt mit Augen zu, weil wir das ist voll geil.
Wasser. Ah, du bist immer. Geht überall Wasser da unten. Ey, du hast ja früher die Wassersammlung, Alter. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Wasser drauf machen. Boah, der geht so richtig. Aber dass er auch weich ist, ne? Das soll was bringen. Damit er weich ist. Boah, ist so wieder. Weich. Und ein bisschen auch. Schön ins Wasser rein. Oh, ich kann das so eklig. Butter. Wollt ihr nicht? Oh, tu ich so, als ob du es ekel findest. Oh, also Leute, ich zeige euch mal kurz das Hundefutter. Wir haben nur so ein Ding genommen, also wundert euch nicht. Das ist so ein Ding, aber es ist Hundefutter. Nicht, und das ist dann jetzt schön. Keiner hat das Glück. Ich glaube, Marmelade. Marmelade. Das ist wenigstens. Oh, gute alte Erdbeermarmelade. Okay. Und die riecht voll nach Erdbeeren. Okay. Apfelmus! Der coolste. Das bringt jetzt aber mir auch nichts mehr. Also, warte ich jetzt kurz auf. Wollte Apfelmus? Banane. Banane, das ist doch voll cool. Mit Wurst? Banane? Ey, ich werde. Ja. Lock auf den Haus. Zuckersauce ist viel schlimmer. Ich hab eine Bananenallergie. Hey, also das würde ich doch nicht essen, Alter, wenn ich drauf gehe. Keine Ahnung. Ey, das ist jetzt mein letzter Zettel, Leute. Ey, Leute, hört mal zu. Banane mit Wurst, Donut. Ich hab Nutella. Ach, geh mal nach. Aber dafür, dass es Nutella ist, oh, richtig viel. Vielleicht schmeckt es dann besser. Ich will jetzt deine Hoffnung nicht kaputt machen, weil das schon auf der Tür. Sieht nicht aus. Leute, jetzt kommt zum Abschluss irgendwie, was haben wir noch? Senf. Wenn da jetzt Senf kommt, ne? Oder Zahnpasta wäre echt geil. Zahnpasta! Ja. Nimm. Ich lese es. Zahnpasta! Ey Junge, das gibt's doch nicht! Guck mal, wie sie ein Auge macht. Wie sie sich freut. Ja, schön auf dem Teller machen. Hä? Schön auf dem Teller da machen. Ja, ja. Leute, wollt ihr mal unsere Exemplare in der Kamera sehen? Das wollen wir nicht, glaub ich, Alter. Doch, Leute. Also, das ist meiner. Nein, du musst ein bisschen runter. Wo könnt ihr euch meinen? Mann, guck mal, ich hatte vor dem Berg das. Warte, ich fuchse. Oh Gott, jetzt fuchse. Warte, wir müssen nochmal. Das ist meiner. Leute, gebt euch Donut mit Wurst, Burgersoße, Ketchup. Eine Marmelade, Sneakers, Zahnpasta und Banane. Und bei mir Nutella, Ketchup, Smarties, Hundefutter, Apfelmus, Wasser ist hier noch westlich, Streusel. Es gibt nichts. Was ist alles? Oh. Boah, komm mal. Oh. Okay. Ich glaube, die Leute fühlen sich. Wir räumen kurz alles auf und dann werden wir Live-Test hier machen. Okay, Leute, wir haben jetzt alles aufgeräumt. Wir haben uns jetzt umgesetzt, wie man sieht. Und ja, wir sind jetzt bereit für die geilen Donuts. Ja, guck mal, dass wir haben so ein Stück abgeschnitten, weil wir nicht wissen, wie wir das in die Hand nehmen sollen. Weil es ist einfach so voll aufgeweicht. Das ist richtig eklig, Leute. Ich würde sagen, Prost. Okay. Eins, zwei, drei. Wurst, der hat richtig reingeschöppert. Alter, nee. Warte. Gleich drauf. Ohne Spaß, du bist so wieder. Das war so eklig, ja. Ich bin fast gestorben. Wir haben gerade eben sofort diese Donuts beseitigt. Das war so eklig. Ich hab nichts von dort gemerkt. Ich hab nur eine scheiß Wurst gemerkt. Mit Zahnpasta. Das Einzige, was ich geschmeckt habe, war Ketchup und Süß. Ketchup und Donut geht gar nicht. Das andere habe ich gar nicht wahrgenommen. Die Apfelmus ist voll. Ich bin das Hunger lecker gar nicht. Ich esse wieder was, glaube ich. Also ich bin ganz richtig angeekelt. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, das war auch schon das Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal was anderes als sonst. Ja, und wenn ihr mehr Videos mit Kev haben wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Ideen für schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommis, dann werde ich mal vorbeischauen, was eure Ideen sind, was ihr so sehen wollt hier auf meinem Kanal.
Und dann wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende und einen ganz schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.